Hallo und herzlich willkommen zu Goriak's Weekly Video. Ich bin Nils Österhus. Nach einer Pause geht's weiter, der DAX Trendcheck. Kurz hat es gestottert im Getriebe, nun klettert der DAX wieder aufwärts und hat die 16.000 Punkte erneut geknackt. Wird der Durchbruch dieses Widerstands diesmal nachhaltig sein oder wird er wieder unter die wichtige Marke zurückfallen? Zuletzt legte die Aufwärtsdynamik wieder zu. Der Abstand zum Widerstand wurde erhöht. Nun scheint auch ein Angriff auf das Allzeithoch bei 16.528 Punkten möglich. Zum Chart der Woche. Nagarro könnte nun die Erholung einleiten. Beim Zwischenhoch bei 135 Euro ging es in einen deutlichen Abwärtstrend, der bei ca. 64 Euro stoppte. Das Papier verlor also in nur knapp 7 Monaten über 50% an Wert. Danach ging es seitwärts weiter, nun folgte der Sprung aufwärts. Wie man sieht, folgen dynamischen Abwärtsbewegungen auch oft ebenso dynamische Aufwärtsbewegungen. Viele Anleger steigen dann ein, um ein Schnäppchen zu machen. Ohne viel Mühe knackte Nagarro die 50-Tage-Linie und auch die 200-Tage-Linie. Die Luft wurde wohl zu dünn. Die Aktie rutschte wieder unter den signifikanten Durchschnitt, kletterte nun aber wieder darüber. Die 50-Tage-Linie vollzieht inzwischen eine deutliche Kurve nach oben, ein Indikator für die mittelfristig positive Entwicklung. Die Aktie von Nagarro muss, wenn sie sich über dem 200-Tage-Durchschnitt halten kann, aber noch an einem signifikanten Widerstand vorbei, um die Klettertour fortzusetzen. Bei ungefähr 91 Euro lauert die entsprechende Hürde. Bei einem aktuellen Kurs von 84,50 Euro müssen die Anteilsscheine also noch ca. 8% klettern, um den entsprechenden Zielwert zu erreichen. Freilich noch mehr, um diesen zu überwinden und dies auch noch nachhaltig. Zuletzt verzeichnete die Aktie im Handelsverlauf wenig Volatilität. Die Käufer sind hier derzeit am Zug. Aufgrund des zuletzt starken Aufwärtstrends ist es gut möglich, dass viele Investoren nun erst einmal Gewinne einstreichen. Dadurch könnte es zu einer Seitwärtsbewegung dicht an der 200-Tage-Linie kommen. Zu den Terminen. Nachrichtentechnisch ist es in der nächsten Woche recht ruhig. Am Montag könnte für viele Anleger die deutsche Handelsbilanz von Interesse sein. Am Donnerstag wird aus den USA der Challenger-Arbeitsplatzabbau erwartet. Er gilt als Frühindikator und kann Wendepunkte am Arbeitsmarkt anzeigen. Weitere Informationen, Nachrichten und vieles mehr finden Sie in unserem kostenlosen Börsenbrief Goriak's Weekly. Weitere Infos sind in der Videobeschreibung verlinkt. Für mehr Börsenerfolg abonnieren Sie unseren Börsenbrief Goriak's Premium. Die Infos hierzu sind ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Um keine neuen Videos zu verpassen, aktivieren Sie einfach die Glocke. Alles Gute und viel Erfolg an der Börse. Bis zum nächsten Mal.